Wenn Tiere in einem Fahrzeug mitgenommen werden, ist der Fahrer verpflichtet, sie ausreichend zu sichern. Hersteller bieten dazu unterschiedliche Techniken an für Kofferraum und Fahrgastsitzraum. Der ADAC hat nun solche Angebote getestet, zunächst mit einem 22 Kilogramm schweren Hundedummy. Als erste standen ein Hundegeschirr mit einfacher Anbindung am Gurtschloss und eines mit doppelter Anbindung auf dem Prüfstand. Im Crashtest erwies sich die Technik mit doppelter Anbindung als akzeptabel und bedingt empfehlenswert. Die mit einfacher Anbindung jedoch hielt der Belastung beim Aufprall schlicht nicht stand. Also wir sehen hier eigentlich ein Komplettversagen eines Systems. Der Gurthaken, mit dem der Hund eigentlich befestigt war im Fahrzeug, ist komplett durchgebrochen. Das heißt, hier hat keine Rückhaltung des Tieres stattgefunden und es konnte mit seiner gesamten Masse und seiner gesamten Energie hier in den Sitz einschlagen. Wir sehen hier eine enorm tiefe Deformation, die natürlich den Fahrer hier gerade im Bereich der Lendenwirbelsäule stark beaufschlagt hätte. Das heißt also, hier sind Verletzungen im Rückenbereich mit Sicherheit, haben hier mit Sicherheit stattgefunden. Die nächste Versuchsreihe, ein 4 Kilogramm schwerer Katzendummy in der Transportbox, zuerst im Fußraum, hinter den Vordersitzen. Diese Position erwies sich als sicher und zuverlässig, da die Box hier fast keine Bewegungsfreiheit hat. Außerdem birgt die seitliche Positionierung kaum Verletzungsgefahr für das Tier. Äußerst kritisch dagegen die vermeintliche Sicherung mit dem Fahrzeuggurt. Gittertüre und Gurthalterung bersten beim Aufprall. Die Konsequenz, wo immer möglich, den Vierbeiner in den Kofferraum. Wir sehen hier ein eingespanntes Gitter, das sich vom Boden zur Decke abstützt. Bei einem normalen Unfall haben wir natürlich hier einen gewissen Schutz. Nur wenn wir hier eine hohe Belastung haben im Falle eines Unfalls, gerade im oberen Bereich des Gitters, dann kann es natürlich passieren, dass dieses Gitter sich sehr leicht löst und dadurch der Hund in den Innenraum fallen kann. Wenn es die Größe des Hundes erlaubt, sollte aber auch hier eine Transportbox benutzt werden. Wichtig dabei die Positionierung quer zur Fahrtrichtung. Sie belastet das Tier im Falle eines Unfalles am geringsten, trotz des hohen Energieschubs. Man sieht hier eine enorme Deformation der Rücksitzlehne. Die Deformation selber zeugt auf einen sehr hohen Belastungsgrad. Diesen Belastungsgrad kann man allerdings durch einen einfachen Trick auch etwas minimieren, indem man hier die Dreipunktgurte schließt, die somit auch noch für eine Rückhaltung der eigenen Sitzbänke fungieren. Und somit haben wir eigentlich noch eine sehr, sehr einfache Ladungssicherung, die nichts kostet. Das Leben kosten aber kann ein Tiertransport, der auf jegliche Sicherung verzichtet. Der ADAC hat auch diese Situation getestet. Der Vierbeiner auf der Hutablage rast beim Aufprall mit 50 Stundenkilometern durch den Fahrzeugraum, eine tödliche Gefahr für Mensch und Tier. Wer hingegen höchstmögliche Sorgfalt schätzt, hält sich an die ADAC-Testbilanz. Man sieht eindeutig, dass die Unterbringung eines Tieres in einer Box im Kofferraum der sicherste Platz ist. Bei größeren Hunden empfiehlt sich noch der Anbau eines Trenngitters. Aber für einen normalen Hund, eine normale Größe, ist also die Box wirklich der sicherste Ort. Und die Box sollte quer im Fahrzeug eingebaut sein.